Hallo, ihr Lieben, was geht ab, Set? Herzlich willkommen. Ich bin am Start. Ich schaffe es jetzt, euch wieder ein Gameplay zu bringen. Und zwar hoffe ich, dass es ein geiles Gameplay wird mit einer Junglerin, die mir momentan sehr, sehr viel Spaß macht. Und das ist Kiana. Außerdem sieht der Skin einfach richtig sick aus. Und ja, Kiana macht sehr viel Spaß zu spielen. Sie ist aber auch nicht ganz einfach zu spielen. Entweder in der Mitte oder im Jungle Viable mit zwei verschiedenen Runen. Builds. Entweder man spielt hier, so wie ich, Weiß-Rot mit First Strike. Das ist eine der neuen Runen aus der Preseason, die besagt, dass du nicht nur Gold bekommst, wenn du den Gegner zuerst mit einer Fähigkeit triffst, sondern, und das ist hier viel wichtiger auf Kiana, dass du den Gegner, wenn du das First Strike bekommst, mehr Damage machst. Und zwar 10% extra Schaden für 3 Sekunden, was bei einem One-Shot-Champion wie Kiana oder Kha'Zix extrem gut kommt. So, probieren wir mal hier einen Invade. Level 1 kann Kiana nicht viel machen. Eigentlich startet man mit der W Level 1 für Movement Speed und Attack Speed und extra Auto Damage. Aber wir probieren es mal aus. Optimum! Oh shit! Besser kann ein Spiel nicht starten und das wissen wir alle, die selber mal League of Legends gespielt haben. Absolut beautiful. Ich schreibe mal good. Wait. Mr. Top. Achso, okay, ich habe meinen eigenen Chat aus. Ist vielleicht im Nachhinein besser. Ja, ich starte hier lieber oben. Warum? Weil ich das Gefühl habe, ich kann Bot den besten Gank machen. Da bin ich mir relativ sicher, weil Toplane Graves hat Early nicht so viel Kill Pressure. Und ich will auch bei der Krabbe Early Elise hier nicht begegnen. Plus Midlane Gangplank habe ich auch nicht so viel Pressure, glaube ich. Dementsprechend denke ich, Botlane Early Shutdown auf Yumi Ezreal zu bringen, damit Six pushen kann, ist, glaube ich, nicht verkehrt. So, ich bin ganz schön low geworden. Leider. Muss hier smiten. Hab jetzt wenigstens ein Element. Hitte mal alle kleinen einmal an. Achso, so, das Element nutzen, sobald ihr die W abhabt. Das hatte ich ein bisschen verkackt, ne? So, jetzt kommt die W wieder. Das heißt, jump, jump. Ja, und jetzt habe ich den. Okay, bin ein bisschen low geworden. Die Tränke laufen. 30 Sekunden habe ich meinen Smite. Das heißt, ich kann die drei Sachen clearen. Ich habe jetzt nicht so gut gestartet. Der Pull war okay. Dementsprechend ein Grund mehr, warum ich Early nicht in diese begegnen möchte. Kiana braucht auch ihre Zeit. Mit dem Mountain-Element, deswegen jumpe ich immer an die Wände, habe ich besseren Execute-Damage. Ja, wir müssen hier kiten, das tut echt weh. Der Gromp wird auch sehr weh. Ich hätte mit dem Gromp wahrscheinlich starten sollen. Einfach aus dem Grund, weil der Gromp mich noch mehr geheilt hätte. Bevor ich weitermache, gucke ich mal kurz nach. Ich gucke mal kurz, ob die hier noch reingehen möchte. Ne, sie geht direkt. Sie will die Krabbe gleich noch contesten, nehme ich an. Haben wir es nicht gesehen? Okay. Ja, das ist natürlich jetzt maximal bitter. Und für die Elise gut, für die Yumi richtig gut. Uff. Los. Elise ist an die Pflanze rüber. Ich habe es genau gesehen. Elise ist an die Pflanze rüber. Die sucht mich hier noch. Hundertprozentig. Actually, ich laufe in die Base. Ich habe Angst. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus.
Okay, Jomos first. Ich nehme Sweeper mit. Okay, wir wissen, wo die Elise ist. Sie war also noch nicht an der Krabbe. Ich kann A, entweder dieses Camp machen oder B, noch zur Krabbe laufen. Ich sag, die Krabbe würde ich gerne noch nehmen. Komm, Gangplank. Da ist sie. Da ist sie. Ah! Ist gewordet. Und er hat reingeintet. No. Oh, shit. Okay. Botlane hatte erst gewonnen, reingeintet. Midlane hat gut gewonnen im Early. Jetzt reingeintet. Das tut weh. Und ich konnte keine Hilfe bei Elise bekommen. Eieiei. Aber okay, Vel'Koz no Barrier, Vel'Koz no Flash wahrscheinlich. Gucken wir mal, dass wir hier nach dem Clear helfen können. Qiyana wird erst mit ein, zwei Items richtig stark. Und die ist deswegen so geil, weil die Items recht günstig sind. Entweder Serpent Fang. Jetzt kann man sie auch gut mit Eclipse wieder spielen. Okay. Jetzt werde ich langsam ein bisschen Mana verlieren, aber hier bekomme ich ja wieder was. Bisschen Angst vor Elise habe ich schon, dass sie hier sein könnte. Schöne Gangplank-Pflanze. Ah, schade, er läuft früh genug zurück. Dann nehme ich den Wardman. Okay, er macht Solo. Nice. Jetzt gewinnen die Lanes doch wieder. Was mache ich hier? Ich ente doch. Oh. Ich hätte ihn wenig. Oh Gott. Ich hab meinen geentet. So. Oh, ich habe die Yumi nicht kommen sehen. Ich dachte, okay, komm. Ich leg mich jetzt mit den beiden an. Und jetzt... Und jetzt sind wir in einer Position, die nicht mehr ganz so cool ist, wie nach dem First Blood. Aber auch das ist überwindbar. Da bleibt mir direkt die Stimme weg. Denn es gibt jetzt Bounties, die helfen bei Comebacks. Wenn die Gegner zu ahead sind, dann bringt jeder Turm, jeder Drache... Shutdowns, die gibt es ja auch schon länger. Viel Gold, um zurückzukommen. Das ist das Schöne. Deswegen gilt das Motto Never Surrender mehr denn je. Und mit Level 6 versuche ich meine Ultimate Ganks zu machen. Und die kriegen die Elise. Das heißt, die obere Krabbe Gangplank pinkt auch mittels holbar. Ich bin wachsam. Ich habe jetzt viel Potenzial hier, was ich holen kann. Die ist ja noch komplett voll und ich bin Level 5. Hat sie TP? Ne, ich will erstmal die Krabbe oder den Blue. Krabbe ist nicht da. Level 6. Gangplank, ich komme. Ich könnte drauf flashen. Hier sind gerade keine Wards. Hier ist ein Ward. Minions. BP. Okay, das war clean und das war huge, dass das funktionierte. Kriege ich noch den oberen Jungle und komme hier eventuell aushelfen. Oder ich gehe direkt aushelfen. Chillig. Das hat uns in eine bessere Lage gebracht. So kommen wir gleich an unsere erste Seite. Oh,
Plus Elise geht uns nicht invaden, weil das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn wir jetzt noch mehr vom Jungle einbüßen müssten. Erster Flash Ult Engage Check. Die haben mich noch nicht gesehen, ne? Den Kill lassen wir. Nur aufpassen, wo Elise ist. Oh wait, hat die den Drake gemacht? Ich hab gar nicht mitbekommen, wann der Drache gemacht wurde. Guter Jungler. Ah, okay, sie macht den Herald. Boah, ich könnte mich hier an dem Camp hochheilen und nochmal Bot gehen. Oder der Red Buff könnte da sein, ne? Oh shit. Oh? An ally has been slain. Gangplank, kommst du mit, Bro? Er geholt die. Oh shit. Wow, sie kriegen noch. Let's go. Wir sind auf einem mega guten Spot jetzt. Woo! Und der Spaß mit Qiyana wird starten, sage ich euch. Und der Spaß mit Qiyana beginnt an dieser Stelle. Woo! Ich hoffe, ihr genießt mein verzerrtes Gesicht, wenn ich fokussiert bin. Ah, das ist der. Ich muss back. Ich habe 3000, das ist mehr als genug, um hier zurückzugehen. Der Drache ist jetzt gone. Aber das ist der zweite. Ab jetzt sollten wir auch anfangen, Drachen zu contesten. Ich kann mir eine ganze Eclipse kaufen. Ich glaube fast, das ist besser als das Jungs hier. Welche Schuhe brauche ich? Die haben viel CC und magischen Schaden. Ich nehme die Mercs und zwei Langschwerter. Kann ich mir leisten, dank des Future Markets, was ich habe. Wo ich ein bisschen Kredit aufnehmen kann hier in der Kluft. Mit Eclipse habe ich jetzt noch ein bisschen mehr Survivability. Ich denke, das ist ganz wichtig. Irelia steht sehr, sehr heftig. Das Problem ist, dass Yumi keinen Ezreal braucht, sondern Yumi auch an Irelia einfach dran kann. Okay, da passiert was. Hier wird geflasht. Jetzt kann ich hier kein Gras-Element mehr nehmen, oder? Das ist automatisch Mountain, die Säure. Die sind gerade sehr stark auf der Seite, deswegen muss ich auf die andere Seite. Na?
Wait, der Graves muss schon kommen. Ah, Gott. Okay, das sieht wieder nicht so gut aus. Ich kann nur Counter Jungle, mehr kann ich nicht machen. Leider gibt's hier nichts. Ist low. Ich habe einen Flash. Gucken, wen ich hier so kriegen kann. Sie haben mir keinen entkommen gelassen. Schwierig gerade, wir haben keinen einzigen Ward. Ich versuche den Solo-Kill, kriegt ihn nicht. Dann gehen wir jetzt hier rüber. ...1-5 Graves Top sieht nicht so gut aus. Der Gangplank sieht gut aus. Botlane ist auch noch fein, das ist APCC, das ist, brauchen wir. Das heißt, keine Ahnung. Dings, ich wollte dem Graves jetzt sogar zweimal helfen, aber in den Momenten, der farmt jetzt nur noch den Jungle. Ich glaube, der ist ein bisschen done. Gangplank sieht sehr stark aus. Serpent Fang ist ja auch huge. Die haben einige Schilde, die haben eine Barrier auf Vel'Koz. Clevere Itembild vom GP. Der Vel'Koz ist tanky mit dem Item. Actually mit Gangplank? Oh, Iria ist Level 12 Stahlkappen und hat einen Red Buff. Der Gangplank müsste fahren. Elise ist relativ wahrscheinlich hier dran. Das heißt, entweder jetzt auf Vel'Koz oder die untere Krabbe. Jetzt wird's frech langsam, Graves, Bro. Jetzt wird's frech. Echt jetzt? Echt, ihr seid direkt in derselben Sekunde gestorben? Mit Flash ab. Gucken wir mal, ob wir den Ezreal kriegen können. Mal schauen. Die sind direkt runter rotiert, ne? Warum pushen die nicht mit dem Herald noch einen Turm? Schade. Ja, vielleicht hätte ich den Ezreal hier schon ultien sollen, damit er nicht so weit nach oben kommt. Ich habe die Ult zwar getroffen, aber ganz bisschen Damage hat gefehlt. Anstatt des Gras-Elements, vielleicht mit dem Mountain-Element hätte es gereicht. Ist der Graves jetzt komplett raus? Der Graves könnte hier so viel machen mit seinem Teleport. Scheiße. Der Graves ist komplett raus. Jetzt TP't sich Iria zum Drake, dürfte aber Yumi nicht. Oh, das ist einer der Bounties, von dem wir gesprochen haben. Die Yumi hat den TP nicht mitbekommen, wie ich gesagt habe, die Arme. Stop the foundation of empire.
Die muss weit gereist sein. Vielleicht kriege ich hier ein Flanking, aber ich habe Angst, dass es greedy wird. Oh, Ezreal. Geschnappt. Die ist sehr fett. Ja, Kiana muss mal clean spielen, sonst passiert sowas. Nämlich nichts, was ausreicht, um einen Kill zu gestalten. Ich will nur ein bisschen XP, ja, die wird weitergehen. Oh shit. Ja, ich denke, ich muss hier recoilen schnellstmöglich. Oh nein, die haben mich entdeckt. Jetzt muss ich aufpassen, sie haben mich entdeckt. Wenn Velkos läuft, läuft er runter. Schön. Schönes Gangling Barrel. Okay. Humus Serpent Fang. Das sind die nächsten Items. Wahrscheinlich dann, keine Ahnung, Anti-Heal noch gegen Yumi. Das Game ist noch nicht komplett lost, aber wenn Irelia und Yumi zusammenarbeiten und Graves. Ja, vielleicht wird er irgendwann wieder anfangen, Teamfights mitzumachen. Das ist der FF-Moment. Das ist der FF-Moment. Yumi ist echt ein doofer Champ. Wer spielt denn Yumi? Ach, der Graves, der Troll. Damit die nicht finishen können, laufe ich hier mal hoch. Hey, der Graves ist wieder am Start. Let's go, all me! All fucking me! Mein ganzer Red Buffs Jungle ist wahrscheinlich weg. Oh ne, die sind unten. Schade, ist trotzdem weg. Cloud Drake in 26. Irgendwie sehe ich uns da nicht. Mal gucken. Ich kann es probieren. Ja, gute Sonjas, sie sind aber low und viele gute Ults. Schade. Boah, wenn die Wechsulter trifft, ne? Ja, whatever.
sagen. Alles auf eine Karte. Alles auf den Baron-Stil. Ich hätte ein Pinkwort gebrauchen können. Let's fucking go. Let's fucking go. Let's fucking go. We are back in business. We are back in business. Was will der denn jetzt, ey? Komm, alles auf den. Okay, er hat mitgespielt. We are back in business. Wo ist Irea? Wo ist Ezreal? Ich pushe. Ist noch ein Tower Shutdown? Jetzt noch ein Tower Shutdown. Ezreal ist Mitte. Yumi auch. Wo ist der Velkos? Irea Shutdown. Wenn wir jetzt noch zurückkommen, ich habe alles auf den Baron's Tier gesetzt. Wenn wir jetzt noch zurückkommen, oh mein Gott, ganz schön viele Events, ganz schön viele Events und Abers. Oh, Tower Shutdown hier oben wäre auch huge. Na, das war unsere Türklinge. Alright, 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 alright. Qiyana Carry ist online. Krabbe kommt. Uhuhuhu. Ist die Aufnahme noch an, Mann? Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr die Entspannung genauso feiert. Oder den Krampf, wie auch immer man dieses Gameplay beschreiben möchte. Aber der Qiyana-Spaß, der ist gerade präsent. Und der Graves will den Red Buff haben, nehme ich an. Nein, er läuft zum Farm. Sehr gut, dann kann ich den Red holen. Da wir keinen richtigen AD-Carry haben, denke ich, das ist fein. Oh no. Und sie kriegen noch einen. Mein Team gibt noch nicht auf, das ist fein. Und dass der Graves wieder spielt, ganz ehrlich. Macht uns das nicht alle glücklich? Oh oh, es geht immer noch weiter. No, ich wollte gerade sagen, wo ist der Gangplank? Der hatte doch so ein traumhaftes Flanking. Gangplank wurde von Elise zeitgleich geholt, wie Irelia uns geholt hat. Ein Desaster und schöne Stopwatch. Schöne Stopwatch vom Velkos. Die hat ihn natürlich vor seinem Tod bewahrt. Genau genug Zeit geschindet, dass Irelia sich vorbereiten konnte. Das war schon ein starker Carry-Move vom Velkos. Weil mein Poke, mein Getänze hier war eigentlich sehr schön bis zu dem Zeitpunkt, als er uns mit der Stopwatch outplayed hat.
Und Graves war leider wieder nicht wirklich mit von der Partie. Plus, jetzt ist er, glaube ich, wieder komplett raus. Obwohl er drei schöne Items hat. Damit kann man Spaß haben mit Graves. Blutdürster, Shieldbow und Lord Dominix. Dominik. Er ist so ein Troll. Ah, Graves. Ja, ja. Wir kennen doch alle den Typ Spieler. Ich komme. Yes. Ein Zombie. Keine Chance, oder? Immerhin pusht der Graves. Ich meine, er ist nicht komplett nutzlos. Ist zwar ein Arsch, aber es ist nicht komplett nutzlos. Er klaut da noch was. Level 16. Er wird das Duell suchen. Wie gesagt, mit dem Bild kann er Damage machen. Vielleicht kriegt er ja noch einen Solo-Kill. Mal schauen. Er hat jetzt auch schon 250 Farben. Das ist der Moment, an dem Graves glänzt. Level 16. Das heißt, die anderen sind nicht mehr so viel Level höher. Ich bin auch Level 16. Wenn wir das Game noch gewinnen, dann ist League of Legends wirklich immer winnable. Always winnable. Ein Baron-Stil, Chakalaka. Das hat, glaube ich, noch in den Hallen unserer Urahn wiedergeheilt. Wenn man ein bisschen übertreibt. Okay, nochmal ein bisschen Gold. Oh, dieser Nash. Actually, mal schauen. Die sind noch nicht alle da. Und wir haben eine Gangplank-Ult. Die wissen noch nicht alle, dass ich hier bin. Was habe ich da gerade getan? Like, was habe ich da gerade getan? Was? Was? Die Trap aus dem Gebüsch? Bitte, das ist ein Clip wert oder whatever. Was haben wir da gerade getan? Erst der Baron-Stil, jetzt der entscheidende Triple. Wir defen die Base. Das ist Money. Wir sind Level 18 gleich. Oh mein Gott, wer bis hierhin noch... Ich bin echt shaky, Alter. Ich fühle mich, als wäre ich ein ganz fresher YouTuber auf dem Markt, ey. Wow. Echt nice Vibes hier gerade. Holy moly, is this really happening? Es sind noch zwei Camps hier. Wenn Irelia reinintet, sind wir richtig Gucci. Irelia muss 1 gegen 3. Oh, bitte Graves, komm schon. Komm schon, def wenig. Er ist so ein Sack, ey. Wirklich. Those who find Ishtar,
Der Graves, ey, come on. Na, wir sind immer noch in-game, can't believe, ey. Okay, wir sind Full-Build. Was wollen wir haben? GA oder das oder das? Wahrscheinlich, weil man sich auf Ability ist, spielt so, aber das könnte mir... Egal. Ich bin Full-Build. Und ich bin Level 18. Alle wollen zum Elder Drake, aber Graves ist nicht am Start. Lass uns niemals rein. Das ist ohne Graves unmöglich gerade. Ich muss rum. Ich glaube, mit Graves hätten wir den ganzen Fight gewonnen, oder? Die waren schon sehr low und dann hätte ich nicht von hinten, sondern hätte mit denen hier von der Seite noch... Jetzt finishen die, oder? Ist ihm das so egal? Ist es... Oh shit, er wurde direkt erwischt. Wir haben zum Glück hier nur zwei Minions. Und die sind jetzt gone. Das schaffen die nicht. Six come too late. Mein Gott, was ein League of Legends Game. Am Ende kann man sagen, Time Waste. Man kann aber auch sagen, glorreicher Baron-Stil, glorreicher Triple Kill. Alleine dafür ist es mir absolut wert. Und ihr kriegt wenigstens mal wieder was von mir zu hören und zu sehen. Wir ehren. Six hat sehr gut gespielt. Gangplank hat, finde ich, auch sehr gut gespielt. Ja. Ich weiß es nicht. Die haben es beide verdient. Ich glaube, der Gangplank, ja, den hat der Graves verständlicherweise auch sehr aufgeregt. Wir ehren trotzdem den Six. Einfach auch ein bisschen Sympathie zu meinem alten Champion ist natürlich auch noch am Start. Ihr werdet uns auch alle... Was, Mike? Honored nicht den Six? Und der... Jetzt schreibt er noch Mad? Fragezeichen. Eieiei. Okay. Damage Graf, da haben wir wahrscheinlich nicht so viel. Six zu Recht geehrt. 23.000 Damage. Deckt sich aber ein bisschen mit den anderen wenigstens. Also... Zum Beispiel, was die Elise so macht. Yumi hat sogar 9. Was? Yumi? Yumi ist doch broken. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Die haben ja noch diesen broken Yumi-Champion hier. Nevermind. Danke euch fürs Zuschauen, wer bis hier noch zu Ende geschaut hat. Kuss geht raus. Wie immer, danke an eure Zeit und danke für den Support. Haut rein. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Stream. Macht's gut.